Geschichte, die hier erzählt wird, lebt auf in den Strudeln der Matscha und im Rauschen der Wälder des Wals Sambuco. Es war in dem abgelegenen Dorfe Fusio, als an einem Apriltage Maria den Holzfällern, wie gewöhnlich, das Essen brachte. Marias Vater war daran, mit seinem Nachbar Pietro eine Tanne zu fällen, die auf einem Felsvorsprung stand. Er musste mit einem Seil gesichert werden. Dafür bestimmte man Giulio, einen jungen Zugewanderten. Und dann war noch Riccardo da, von dem es hieß, dass er und Maria sich oft und gerne sahen. Marias Vater und sein Nachbar waren gute Holzfäller. Als der Baum sich zu neigen begann, wurde Giulio unsicher. Der Wipfel wankte über seinem Kopf. Da packte ihn die Angst. Der Baum könnte gegen ihn fallen. Er ließ das Sicherungsseil los. Die Tanne stürzte hinab. Marias Vater griff für einen Augenblick nach dem Seil. Das Seil gab nach. Da klammerte er sich verzweifelt an den abschüssigen Hang. Vergeblich. Man sich nicht. Riccardo stieg als erster in die Tiefe, um Marias Vater zu holen. Die Kunde wurde indessen ins Dorf getragen. Thank you.
Es kamen keine Gendarmen in das entlegene Fusio. Es gab keine Zeugenverhöre und keinen Wahrspruch. Das Geschehnis jenes Tages wurde als eine der vielen Fügungen des Schicksals hingenommen. Als Giulio wieder ins Dorf kam, wandten die Menschen sich von ihm ab. Und selbst die Tiere schienen ihm aus dem Wege zu gehen. Dann trugen die Leute von Fusio Marias Vater zu Grabe. Am gleichen Tage
verließ der Zugewanderte das Tal. Allmählich kehrten Ruhe und Frieden wieder ins Dorf zurück. Nur zuweilen nach dem Kirchgang sprach man in der kleinen Osteria noch von dem Unglück. Der Frühling war wieder ins Tal gestiegen und die Leute wanderten vors Dorf hinaus. Seitdem Ricardo den toten Vater Marias aus der Schlucht geholt hatte, sah man die beiden immer öfter zusammen. Sie waren ein Paar geworden. In diesen Tagen war Giulio plötzlich über die Berge zurückgekommen. Keiner hatte ihn noch gesehen. Maria und Ricardo suchten den Schatten einer Hütte auf. So befanden sich unter dem gleichen Dach ein Geächteter und die Liebenden. Da fasste Giulio den Entschluss, seiner unerträglichen Ausgestoßenheit zu entrinnen. Oh.
Ricardo sah, wie sich oben auf dem Felsgrat etwas bewegte. Er erkannte Giulio. Und wie ein Jäger folgte er ihm. Da sahen Ricardo und Maria, wie es um Giulio stand. Nun gab es kein Entrinnen und keine verriegelten Herzen mehr. Ricardo und Maria führten Giulio in die Gemeinschaft ihres Dorfes zurück. Der Strick aber hängt noch heute dort oben im Bergwald und erinnert an diese Geschichte.